Guten Morgen, ihr kleinen Scheißer. Nein, ihr seid nicht gemeint. Ich meine die da. Mein kleines Fienchen und Lilly Flo. Na, ihr zwei. Ihr habt bestimmt Hunger, oder? Ich habe euch auch was Leckeres mitgebracht. Schaut mal. Möhrenkraut und Radieschenkraut. Und noch ganz viel frische Wiese. Mein kleines Fienchen und Lilly Flo, die leben ja immer noch bei meiner Freundin in der Wohnung. Die sollen aber bald zu mir aufs Grundstück. Ich bin ja bald mit dem eigentlichen Stall fertig und baue dann für die zwei einen separaten Außenbereich. Die sind mir halt zu schade, um die irgendwo jetzt risikovoll bei die anderen Kaninchen mit reinzusetzen, weil ihr wisst ja, ich hatte die Todesfälle und ich will kein Risiko eingehen, was das betrifft. So, die dürfen, nicht dass ihr jetzt wieder meckert, das ist ja viel zu klein für die, die dürfen jeden Tag, dürfen die in der Wohnung rumflitzen. Und damit ihr das mal seht, wie das aussieht, wenn meine zwei Prachtkaninchen sich austoben, habe ich gedacht, nehme ich euch heute mal mit zum Füttern. Lilly Flo hat sich geschmückt und bekommt es nicht mal mit. So, und das erste Möhrenblatt ist schon weggeputzt. Dann werde ich die beiden mal rausholen. Das macht sich bei diesem Gehege ganz einfach, weil ich ja das Dach öffnen kann. Und beide Kaninchen sind absolut handzahm, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Vor allem Fienchen. Also Fienchen, das ist ja ein Prachtkaninchen. Ich kann es nochmal wieder sagen. Ihr werdet es gleich nochmal sehen. So, mein kleiner Lilly Flo lässt sich natürlich auch streicheln. Aber insgesamt ist sie manchmal etwas zickiger. Wie ein kleiner Flo halt. Und sie springt auch mal schnell von der Hand runter. Deswegen muss ich sie schnell absetzen. Zack. Kann es immer kaum erwarten. So, bei mir dürfen die hauptsächlich hier auf dem Sofa rumspringen. Bei meiner Freundin sind die dann in der ganzen Wohnung unterwegs. Vorwiegend im Bad und im Flur, weil da ist der Boden. Kann man den leicht reinigen. Ich lege hier immer ein paar Decken drauf, falls sie doch mal hinmachen, was selten passiert, dass das nicht aufs Sofa geht. Ja, und die Kissen dienen dazu, die Erde zu ersetzen, weil die werden nachher hoffentlich, wie sonst auch immer, unter die Kissen Tunnel graben. Na, kommt mal her. Hier, ich hab was für euch. Ich bin ja heute extra auf eine Wiese gefahren mit dem Auto, denn bei mir in der Gegend wächst gar nicht mehr so viel gutes Gras und da ja Kaninchen maximal 30% Gras fressen sollten und der Rest sollte aus Kräutern bestehen, habe ich mir die Mühe gemacht, etwas weiter zu fahren, wo ich gesehen hatte, dass da die verschiedensten Kräuter wachsen. So, das könnt ihr jetzt hier sehen. Leider kenne ich mich immer noch nicht so gut damit aus, aber ich glaube, alles, was ich jetzt hierher getan habe, ist bedenkenlos fütterbar. Das ist hier irgend so ein Farn wahrscheinlich. Das hier so eine Quecke oder Wecke, wie das heißt. Oder Winde. Okay, das kennt ja jeder, Löwenzahn. Der Samen vom Spitzwegerich, hier sind die Blätter noch dabei. Und so sollte frische Kaninchenwiese aussehen. Tja, Lilly Flo macht ihren Namen alle Ehren. Die springt immer wie ein Flo. Deswegen hat sie ja den Namen bekommen. Zum Glück haben Kaninchen ja Höhenangst. Wobei ab und zu, wenn die so euphorisch herumspringen, dann landen die natürlich auch manchmal neben dem Sofa. Bisher war es immer relativ einfach, die wieder zu fangen. Aber man kann hier die Freude der Kaninchen natürlich sehen. So, und jetzt habt ihr das jetzt hier hinten gesehen, wie mein kleines Fienchen schon unter die Kissen drunter kraucht. Die findet das toll. Ich finde das jedes Mal total spannend und interessant, den beiden hier beim Toben zuzuschauen.
Das ist wirklich spektakulär. Die Kaninchen bei mir im Außengehege und auch bei mir auf dem Grundstück machen das allesamt nicht. Nur die zwei. Auch keins von dem im Außengehege, na doch eins, der Schneeball, ist so zahm wie diese beiden. Vor allen Dingen Fienchen, das ist wirklich Wahnsinn. Ich werde, das habe ich schon entschieden, diese Rasse Marburger Fee züchten. Und mein Fienchen hier im Bild, was ich gerade so streichle, das habe ich vor, mit Hilderich Junior zu decken. Bei Hilderich Junior ist er von der Optik ähnlich, nur mit den weißen Ohren. Von der Größe her werden die sich nicht viel nehmen. Fienchen wird noch etwas wachsen. Und es wäre doch cool, wenn ich Weißohrkaninchen mit dem Charakter der Marburger Fee hätte. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich die doch mal zusammen vereinen. Tja, Fienchen hat noch gar nicht mitbekommen, dass hier was zu fressen liegt. Kleine Lilly Flo ist mit Abstand das kleinste Kaninchen bei mir. Ich weiß nicht, ob sie noch wächst. Wenn, dann nicht mehr viel. Es ist, finde ich, ein Mini-Zwerg. Also nicht nur ein Zwerg, sondern ein Mini-Zwerg. Ja, Winchen, das ist mein Notstativ, was ich immer dabei habe. Egal, wo ich hingehe. Das darfst du nicht kaputt machen. Ich war ja bis vor kurzem noch der Meinung, dass Meerschweinchen die besseren Kaninchen sind. Seitdem ich diese beiden habe, vor allem Fienchen, musste ich meine Meinung wieder ändern, denn ich hatte noch kein Meerschweinchen, was so zahm war wie Fienchen und auch so schlau, also so intelligent. Kaninchen sind ja an sich nicht die schlauesten Tiere im Vergleich zu Katzen und Hunde, aber die beiden hier sind auch nicht die dümmsten, was deren Rasse betrifft. Fienchen, das lässt du mal lieber da oben. Und das darfst du auch nicht futtern, das ist bestimmt nicht so gesund für dich. Da muss man halt mal ein bisschen aufpassen, die Wohnung ist nicht unbedingt kaninchengerecht. Man könnte auch wirklich sagen, die beiden sind beste Freunde. Hörst du jetzt hier auf, du kleiner Rabauke? Manchmal versucht ja immer noch Lilly Flo Fienchen zu erklären, dass sie hier das Sagen hat, aber sie ist eindeutig die kleinere und sie wird sich wahrscheinlich niemals durchschlagen können. Stimmst du, kleiner Flo? Du stürzt hier hinten bald ab. Normalerweise wäre es ja jetzt das Einfachste für die Kaninchen, hier runter zu springen, beziehungsweise zum Beispiel auf den Tisch zu springen. Aber die trauen sich jedes Mal nicht so richtig. Neugierig sind sie ja, aber so richtig trauen tun sie sich nicht. Schaut mal, die kommt einfach so zu mir gerannt. Wenn ich mich jetzt hier aufs Sofa legen würde, würde die auf mir rumspringen. Fienchen baut sich jetzt wieder einen Tunnel wahrscheinlich. Zumindest sah es gerade noch aus. Ja, du Kleines. Und die ist so weich. Das sieht nicht nur aus wie Samt, das fässt sich auch an wie Samt. Ganz dichtes, feines Fell.
knabberst du nicht die Pflanze an. Da liegt frisches Grünes auf dem Sofa und du knabberst die Pflanze an. Das Kabel darfst du auch nicht anknabbern. Ich glaube, das kommt dir auch nicht so gut. Sieht das nicht total putzig aus, oder? Diese beiden bekommen ja wirklich nur das Beste vom Besten zum Futtern, da die ja so sozusagen Sonderstatus haben. Es war ja auch nicht ganz billig, dieses hier. Gut, das andere, das habe ich relativ preisgünstig bekommen vom Uwe. Falls jemand von euch an dieser Rasse interessiert ist, es wäre möglich, ich habe schon mit dem Uwe gesprochen, dass er das ein oder andere dieser Rasse abzugeben hat. Ihr müsst euch einfach bei mir oder direkt bei ihm melden. Und vielleicht können wir irgendwie das machen, dass ihr auch so ein tolles Kaninchen bekommt. Allerdings werden diese Kaninchen nur an Leute abgegeben, die denen auch ein wirklich tolles Leben bieten können. So ein Buchtenstall, wo die den ganzen Tag drin sitzen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, ich werde jetzt die beiden noch ein wenig beobachten und hier herumrennen lassen. Dann müssen sie leider wieder in ihr relativ kleines Gehege, aber ich denke, die fühlen sich trotzdem wohl hier. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wenn die dann bei mir auf dem Grundstück sind und mein neu geplantes Außengehege einweihen dürfen. Ich freue mich ja total drauf, das zu bauen. Aber ich habe ja noch diesen großen Stall bei mir in der Werkstatt stehen, der nimmt einfach zu viel Platz weg. Der wird heute fertig, ich werde jetzt gleich wieder weiterbauen und nächste Woche Dienstag werde ich ihn ausliefern. Und danach habe ich dann die Zeit hoffentlich, um das Gehege für die Kleine zu bauen. Stimmt's, meine Kleine? Da ein Blümchen für dich. Was auch immer das ist, aber das fressen die gern. Das hat so gelbe Blumen, so längliche Blätter. Die Caro, eine von euch, die würde mir jetzt bestimmt sofort sagen können, wie das heißt. Tolle Tiere, oder? Nun ja, ich glaube, ich habe euch genug gezeigt. Ihr konntet euch jetzt einen Eindruck verschaffen, wie es den beiden Kaninchen geht. Fienchen knabbert schon wieder meine Blumen an. Oder die von meiner Freundin. Und ich denke, das reicht. Und deswegen verabschiede ich mich von euch wieder und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Jörg.